Hoch in den Lüften herrscht reger Betrieb. Die Erfindung des Düsentriebwerks hat die Fliegerei revolutioniert. Die zivile Luftfahrt erlebt einen beispiellosen Aufschwung. Reisende gelangen mit dem Flugzeug zum noch so entlegenen Ziel. Der Zug hat als Passagiertransporter ausgedient. Doch obwohl große Distanzen immer leichter überwunden werden, sind gewisse Orte unerreichbar. Der eiserne Vorhang trennt den Osten vom Westen. Die Großmächte haben die ganze Weltkarte unter sich aufgeteilt. Jetzt gibt es nur noch den Himmel zu erobern, bevor die Russen es tun. Greifen wir nach den Sternen. Und damit herzlich willkommen zur Transportfieber-Kampagnenmission in Amerika, dem Weltraumrennen. Wir haben 4 Medaillen, einmal die Mondlandung, den kometenhaften Ausstieg, zufriedene Wissenschaftler, Öko-Freund und flugkrank. Seit Start als die Russen und beendet die Mission von 1970, besitze mehr als 100 Millionen, da sehe ich uns leider nicht. Sorge für eine erfolgreiche Konferenz. Da bin ich mir unsicher, da sehe ich uns auch eher weniger. Meide die markierten Naturschutzgebiete mit allen Landvehikeln, da sehe ich uns. Oder zu viel Training schadet nie, absolviere mehr als 30 Parabelflüge, da sehe ich uns auch eventuell. Aber wir werden sehen, wir starten einfach mal rein und beginnen die 7. von 7 Kampagnen in Transport Fever auf dem Kontinent von Amerika. Wir befinden uns im Nordwesten Amerikas und die 50er Jahre neigen sich dem Ende zu. Unsere Fluggesellschaft ist noch nicht bankrott, wird es aber schon bald sein, wenn wir nicht schleunigst etwas unternehmen. Die Flieger sind hoffnungslos veraltet, ihre Kapazitäten viel zu gering. Wenn wir konkurrenzfähig bleiben wollen, müssen wir wohl den gesamten Fuhrpark erneuern. Wenn das nichts nützt, bleibt uns kaum etwas anderes übrig, als uns nach neuen Geschäftsfeldern umzusehen. Hauptsache, es ist etwas, wo uns nicht dauernd diese Öko-Fundamentalisten in die Quere kommen, die sich derzeit vermehren wie die Karnickel. Genau, diese Mission. So, Missionsinfo, dann starten wir mal die Mission. Die Douglas DC-4 ist hübsch, aber viel zu lahm. Unsere Freunde von der Boeing Aircraft Company tüfteln an Jetflugzeugen für die Passagierluftfahrt. Noch aber sind sie nicht so weit. Doch es gibt eine Alternative. Seit kurzem ist eine völlig neuartige Maschine auf dem Markt. Die Komet, das erste Düsenverkehrsflugzeug überhaupt, verkürzt die bisherige Reisezeit auf die Hälfte. Wird zwar von den Briten gebaut, aber wir wollen mal nicht mäkeln. Okay, ersetze die DC-4-Maschinen in deiner Flotte mit der Komet. Wir haben 50 Millionen. Wir sollen 100 Millionen insgesamt haben. Sind die denn hier alle auf einer Linie? Fahrzeuge sind 4 Stück auf der Linie. Das sind wahrscheinlich auch alle DC-4s. Dann können wir das ja ganz easy. Naja, wir sollen den Komet 1 dann wahrscheinlich nehmen, ne? Haben wir sonst nichts anderes? Wir sofort ersetzen für 28 Millionen. Ja, und man sieht die Infozeichen, die Information sollte man sich zum Teil auf alle Fälle bei den Kampagnen durchlesen. Denn hier steht, schicke deine bestehende Flotte in einen Hangar und verkaufe sie dort, um sie auszumustern. Und dann können wir die Komets kaufen. Aber nein, ich habe es natürlich nicht so gemacht. So, die möchte ich gerne in einen Hangar und verkaufe sie dort. Ja, dann können wir ja prinzipiell. Ich schicke die einfach nur zum Depot zurück. Ich lebe auch nochmal sicher.
Das sind die Areas, wo wir jetzt nicht durchfahren. Das sind, glaube ich, Naturschutzgebiete. Da dürfen wir keine Landvehicles durchführen. Aber wir haben ja hier eh keins. Oder der hier auch außenrum. Ich weiß es nicht. Dann haben wir hier den... Ah, hier haben wir die anderen beiden Flugzeuge. Warum das gerade geleckt hat. Hallo, hallo, hallo. Nur zum Depot. Und die auch ins Depot. Ja, wir haben nur in Anführungszeichen 50 Millionen zum Schauen gehabt. Wir sollen mehr als 100 Millionen haben. Warten wir mal, was die das Ganze zurück im Depot ist. Die sind noch alle reinkommend. Wenn sie da verkauft wurden, dann können wir sie verkaufen und dann neue kaufen. Wait a second, wir haben einmal hier den Flughafen, dann haben wir den Flughafen hier vorne. Und hier in Vancouver haben wir den auch noch, okay. Ja, Vancouver, Seattle und Victoria. So, dann können wir bei Seattle hingehen, das Flugzeug verkaufen. Da haben wir das erst verkauft. Dann Victoria Central verkaufen wir auch beide. Haben wir drei verkauft, dann würde ich sagen, kaufen wir eins hier in Seattle. Auf die Linie 1. Wobei, ich schicke es nochmal zurück ins Depot. Wer weiß, ob da jetzt gleich noch eine Aufgabe kommt, von wegen hier ändere, whatever, irgendwas an der Strecke oder sonstiges. Nummer 2. Und Nummer 3. Dann ist das auch mehr oder weniger verteilt. Man sollte den Briten eben doch nicht trauen. Die Komet hält nicht, was sie verspricht. Sie hält ganz allgemein nicht, sondern fällt schon nach kurzer Zeit auseinander und vom Himmel runter. Wir konnten die Dinger zwar notdürftig reparieren, doch mittlerweile hat sich die Sache mit den Unfällen herumgesprochen. Nicht gerade die beste Werbung für uns. Wir sollten uns nach Alternativen umsehen. Es wäre gut, sich an der Boeing Aircraft Company zu beteiligen, um bald bessere Maschinen zu besitzen. Bei Boeing sind interessante Entwicklungen im Gange. Eine neue Produktionsstätte soll gebaut werden. Ja. Was genau dort produziert werden wird, ist allerdings noch geheim. Wenn wir unsere Dienste beim Bau anbieten, erfahren wir vielleicht mehr. Okay. Ja, ich würde mal sagen, wir sollen wahrscheinlich dann, okay, es ergibt zumindest Sinn, wenn wir hier die alle auf die Linie schicken. Wir sollten aber auch Buslinien nochmal ersetzen, damit die Linien auch wirklich, Geld bringen. Quasi einen Zubringer zum Flughafen sollten wir in allen Städten nochmal bauen. Wir sollen Baumaterial liefern. Wo nochmal hin? Wo haben wir die Produktionsstätte? In Seattle, okay. In Seattle haben wir die die Städte, wo wir Baumaterial hinliefern sollen. Wollen wir denn das nächste Stein? Wir fangen erstmal an hier mit. Fangen erstmal mit den Buslinien hier an. Also wir brauchen. Hier einen. Dann machen wir einfach hier eine stumpfe Rundreise. Damit wir möglichst eine große Abdeckung haben. Ist das auf der anderen Seite? Hier ist auf der richtigen Seite. Boah, das passt eigentlich. Und dann geht es wieder zurück. Machen wir eine neue Linie. Seattle. Nummer 1. Busse wäre vielleicht auch nicht schlecht. Nehmen wir mal 5 Stück, würde ich sagen. Ne? Passagier 5 von denen.
die Seattle-Linie. Selbes Spiel machen wir dann ja auch hier in Victoria. So, forget. Kein Zug, nein, kein Zug, danke. Ich will nur Bushaltestellen haben. Einmal von hier, dann geht's hier einmal entlang. Zack, neue Linie. Hier entlang. Victoria Nummer 1. Auch wieder hier 5 Busse. Und dann machen wir dasselbe Spiel auch hier in Vancouver. Sollte der ganze Bums auch so langsam hier anlaufen. Und hier entlang. Und dann nochmal hier. Eine Garage wäre nicht schlecht. Oh, was haben wir denn hier gegenüber? Das war auch ein Missionsding, ne? Das sieht man doch hier schon. Bin mir aber gespannt, was wir da machen müssen. Da muss ja wahrscheinlich auch irgendwas hin, die kann damit gebaut wird oder so. Dann kaufen wir auch hier wieder 5 Busse. Und weisen die einer neuen Linie hinzu, die hier entlang führt. Und dann schauen wir jetzt mal nach. Vancouver 1, dann schauen wir nach, wo hier der nächste mögliche Spot ist, wo das nächste Steinwerk ist. Das ist hier oben, ansonsten haben wir nichts, genau. Können wir sogar noch über Straßen machen, das ist halt ein weiter Weg, ne, das ist halt das Ding. Aber ich würde das, glaube ich, nicht über Zug machen, das wäre, würde zwar natürlich auch gehen, aber es kostet halt wieder einiges. Da können wir lieber ein paar mehr Busse, ein paar mehr LKWs auf die Strecke bringen. Dann einmal hier hin. Sich abliefern. Können wir uns auch gleich anschauen, nachdem wir da ein paar auf die Strecke geschickt haben, wie das Ganze dann sich verändert. Denn wenn wir hier die Baustelle und die wird dann ja hier dementsprechend sich auch ausweiten. Also das Gebäude wird sich errichten, so um so zu formieren. Güter, da bräuchten wir natürlich. Oh, belastend. Oh, so tatsächlich 2 Linien. Stein, wir brauchen. Ja, streckenmäßig ist das halt länger. Dann würde ich sagen, 7 hiervon. Oder sagen wir mal 10 davon und dann 5 von den anderen. Dann haben wir hier die Steinzufuhr. Stein und Steine einfach nur. Können wir immer noch ändern. Und dann von diesem hier mit Baumaterial. 1, 2, 3, 4, 5. Auf der neuen Linie. Sondern der Verteiler, das ist dann die Baumaterial-Linie. Einfach nur Baumaterial. Mehr brauchen wir ja nicht.
Sofern hier jetzt nichts mehr passiert, ich mache mal kurz ein bisschen Geld hier mit aus. Ja, also wenn wir jetzt keine Aufgaben bekommen, würde ich sagen, schauen wir uns einfach an, wie sich das Ganze hier ein bisschen verändert. Sollten langsam gleich die ersten Baumaterial-LKWs ankommen mit Baumaterial. Wir konnten einige Anteile der Boeing Aircraft Company erwerben und wissen nun auch, was in der geheimen Produktionsstätte hergestellt werden soll. Es geht um nichts weniger als die Eroberung des Weltalls. Und das wird auch langsam Zeit. Die Russen haben bereits mehrere Satelliten ins All geschossen, einen davon sogar mit Hund. Damit die USA bei der Erkundung der unendlichen Weiten endlich mithalten können, steht die Weltausstellung von Seattle ganz im Zeichen der Weltraumforschung. Führende Raketenwissenschaftler werden sich während der Expo zu einem Kongress einfinden. Und wir haben die Ehre, die Damen und Herren Wissenschaftler in ihr Quartier zu bringen. Ja, dann machen wir das doch. Schauen wir uns danach an, wie das hier weitergeht. Wir sollen jetzt... Bis wo sollen wir den transportieren? Bei Seattle war das, ne? Ich hätte gedacht, wir müssen die, dass wir hier, wie gesagt, mit dem einen Gebäude hier in Vancouver, dass dort etwas entsteht, aber das scheint es ja nicht zu sein. Ist die Konferenz vielleicht hier in der Innenstadt oder so? Na, wir klicken ja mal drauf und schauen nach, wo das Konferenzzentrum ist. Ah ja, natürlich. Weit, weit, weit weg. Jetzt verstehe ich auch, warum wir keine Dings machen sollten. Das Seattle Ski Resort. Warum wir keine... Nicht im Naturschutzgebiet, jetzt ergibt das auch wieder mehr Sinn. Mal mit möglichst wenig Brücke. Dann hier hin. Und dann können wir die Strecke vielleicht bis dorthin ausbauen. Jetzt will ich upgraden. So einfach nur dahin transportieren. Ne? Dann würde ich sagen, wir erweitern einfach die Strecke. Noch eine Bushaltestelle hin und erweitern die Seattle-Linie. Das ist dann nach der Lakeview Street da hochgeht und dann besorgen wir uns auch noch mal 5 weitere Busse dazu. Einfach ein bisschen mehr Leute schnell nach oben kommen können. Und schauen dann währenddessen an, wie das vielleicht sich auch verändert. Dann wir mehr anliefern. Ja, zumindest ja oft, dass es das passiert, weil es ja in der Vergangenheit bereits mit dem Damm und so gewesen ist und mit der Rennstrecke. Mit der Boeing Aircraft Company werden wir die Rakete entwickeln, die den ersten Menschen zum Mond bringt. Sofern uns die Russen nicht zuvorkommen. Die haben bereits den ersten Mann in den Orbit geschickt und im Gegensatz zum Hund sogar lebend zurückgebracht. Damit endlich auch ein Amerikaner im Weltraum kreist, müssen die Raketenprototypen baldmöglichst reif für ihren Einsatz sein. Helfen wir bei der Beschaffung der notwendigen Messgeräte für die Testanlage. Ja, okay. Das heißt, wir können jetzt eigentlich nicht mehr kappen.
hätten wir die ganzen Fahrzeuge auch automatisch lassen sollen. Wir brauchen jetzt ja Bretter und Stahl. Bretter und Stahl, oder wir fahren halt Weizen. Ah, Öl. Ah, Weizen haben wir halt auch nicht mehr so in der Nähe. Mehr Kohle. Wir haben einen Bedarf von Kohle und Eisenerz. Wo kriegen wir Holz her? Von da drüben wahrscheinlich, ne? Komplett von sonst woher. Wir kriegen keine Bretter? Aber lassen, wir haben ja gar keine Bretter. Heißt, wir müssen. Wir sind gezwungen, entweder Öl oder Getreide zu liefern. Dann muss ich ja schon Öl nehmen. Lass erstmal weiterlaufen. Weil ich die Kastellen. Wir kriegen immer noch Geld dafür? Wenn wir immer noch Geld dafür bekommen, dann würde ich sagen, lassen wir die noch weiterfahren. Dann kriegen wir halt noch mehr Geld dazu. So, dann muss hier Kohle und Eisenerz angeliefert werden. Dann haben wir jetzt hier Kohle. Schauen wir gleich nach, da ist ja gleich der eine LKW auch dort. Dann haben wir hier Eisenerz. Wir fahren immer noch mit keinem Landvehikel durch. Dann bräuchten wir noch hier bei Erdöl. Na, da kommen wir jetzt an. Dann gucken wir mal kurz, ob wir auch noch Kohle bekommen dafür, obwohl wir das hier gar nicht mehr anliefern müssten. Wenn wir noch weiterhin Kohle bekommen, wie gesagt, dann lassen wir uns einfach weiter laufen, die Linien. Halt da gar nichts dabei, oder was? Das ist ja praktisch. Der was? Nö. Der was? Hat Steine gehabt eigentlich ursprünglich. Wir produzieren kein Baumaterial mehr, wenn ich es richtig sehe, kann das sein. Wir haben was im Lager, aber dann würde ich sagen, verkaufen wir die anderen. Beim Axel machen dann noch die Stein-LKWs ein bisschen Geld. Und die andere Linie ergibt ja null Sinn gerade. Jetzt haben wir das dort platziert zum Abladen von Stahl. Die Stahllinie haben wir so gesehen gerade fertig. Dann müssen wir noch die Öllinie durchballern und dann haben wir auch alles erreicht. Dann müssen wir noch ewig viel investieren mit LKWs. Okay, die Steinlinie, die können wir weiterlaufen lassen. Das wird dann noch nicht abtransportiert. Wobei, wir können die Linie, die jetzt gerade hier Baumaterial hier hin liefert, da können wir Seattle Abzweig löschen und das einfach hier in eine Stadt packen. Da muss ich nochmal kurz wissen. Nein. Zu den Arbeitsplätzen. Muss das also im Grunde genommen, können wir das hier oder hier hin liefern? Und dafür dient auch die wieder Geld. Können wir auf die Liga sogar noch 5 weitere zu packen. Nur für Baumaterial. 1, 2, 3, 4, 5. Baumateriallinie. Und dann brauchen wir noch jede Menge andere Busse und auch andere Linien. So, einmal haben wir hier den Kohlezubringer.
Der muss hier hin. Dann haben wir da Kohle. Kohle. Eisenerz hat einen super weiten Weg. Eventuell können wir den Weg auch verkürzen, indem wir hier rüber eine Brücke machen. Aber die kostet auch ultra viel, das ist halt das Ding. Eisenerz. Das wäre halt die beste Möglichkeit. Die kostet nur 2 Millionen. Das heißt, wir doch irgendwann abreißen müssen. Machen wir es mal ganz entspannt. Also sie sind jetzt auch etwas langsamer unterwegs, weil es halt eine... Hervorragend! Alle Wissenschaftler haben es zum Kongress geschafft. Der Austausch war sehr erhellend und bringt unsere Nation beim Wettlauf ins All um einiges vorwärts. Sehr schön. Dann liefern wir hier Stahl hin. Stahl. So, und dann brauchen wir noch die anderen beiden Linien. Einmal die Öl- oder die Erdöllinie und dann einmal die andere Linie da. Erdöl und Öl, ne? Ja, ne, Rohöl und Öl. Rohöl. Noch eine neue Linie wieder. Öl. Ach verdammt, ich habe vergessen, ich muss ja noch hier hinten hin. Eine Dingensbummens da bauen. Öl. Und machen noch eine neue Linie, die dann dementsprechend Kunststoff, weil das glaube ich hier hinbringt. Kunst. Stoff. Und dann Maschinen im Endeffekt dann noch. Maschinen. So, brauchen wir jetzt jede Menge Linien. Wir brauchen... Ach, das war ich ja sogar schon. Wir brauchen einmal Kohle. Kohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kohlelinie ist ja nämlich eine längere. Für die Stahllinie würde ich sagen... Für die Stahlzufuhr würde ich sogar noch... Würde ich nur 5 nehmen, meine Güte. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Für Eisenerz. Dann sind wir jetzt bei Stahl. 1, 2, 3, 4, 5. Für die Stahllinie. Dann Rohöl. 1, 2, 3, 4, 5. Bis zu 80. Für Rohöl. Dasselbe Spiel auch bei Öl. Wir brauchen nur einmal davon und da unten auch nur einmal davon. Okay, dann. Gut, aber die Linie ist halt länger. Deswegen nehmen wir jetzt nochmal Kunststoff 5 Stück. 1, 2, 3, 4, 5. Für die Kunststofflinie und dann für die Maschinen. Auch wieder 5 Stück. Und das Gute ist, wenn das Ganze vorüber ist, dann können wir auch wieder hier nach Seattle wieder was liefern. Oh Gott, jetzt haben wir ja eine unfassbar lange Karawane.
sind ein paar LKWs. Weil die sich eher verteilen müssen, können wir auch kurz nochmal hier ein bisschen rum chillen. Jetzt müssen wir auch wieder ein bisschen warten. Sofern nichts frisst. Ich denke mal, ich werde das also wieder ein bisschen mehr cutten als sonst. Weil es dann wieder ein bisschen mehr hier zu tun gibt, sag ich mal, wenn es, oh, wenn wieder eine Aufgabe kommt, dann. Oh, das sind aber, die fahren ja sogar schon wieder rum. Hier produziert, muss ja, ne? Ja. Wir sollen mehr abtransportieren, okay. Kann jetzt aber schon Stahl produziert werden dann bald. Hat zwar noch nichts im Lager, aber es kommt dann ja gleich. Dann wird bald Stahl produziert. Bald dann auch. Bald dann auch hier Kunststoff. Und dann noch. In noch fernerer Zukunft dann auch hier. Maschinen. Haben ein Potenzial von 231, okay. Wir brauchen auch nur 100, alles gut. Gar kein Problem, es ist sogar schon Eisenerz dort. Also was ich allgemein auch gut fände, wenn man sagen könnte, also es gibt es ja auch im neuen Teil nicht, soweit ich mich erinnere, wenn man sagen könnte, okay, pausiere die Produktion von Maschinen. So, oder produziere nur 100 Stück davon. Dass immer 100 Stück auf Lager sind und vom anderen 250 oder so. Das wäre auch nice. So müssen wir jetzt ja unfassbar lange warten, bis hier endlich mal Kunststoff produziert wird. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ne, da war zumindest was, aber ich habe das Gefühl. Habe ich das Richtige genommen? Ich habe es richtig genommen, okay, passt. Ich bin mir gerade unsicher. Ich bin mal gespannt. Okay, Moment, wir sollen das von 1970, glaube ich, beenden, das Szenario, ne? Das könnte verdammt eng werden. Wir müssen auf alle Fälle, hier wird auch nochmal irgendwas gemacht mit. Das steht schon mal fest. Haben wir auch irgendwas da in der Art in Victoria? Ne, Victoria sieht jetzt für mich aktuell nur aus wie eine normale Stadt. Nirgendwo irgendwas Besonderes. So, jetzt ist auch Treibstoff bzw. Rohöl ist mittlerweile auch unterwegs, das heißt, wir können auch bald Kunststoff produzieren. Ich merke schon, es ist Lavans Strategie war echt nicht verkehrt, erst immer alles anzubinden, um dann loszulegen. Oh. Öl wird produziert, Öl wird angeliefert. Und es wird auch schon produziert Kunststoff. Ein Potenzial bei Kunststoff von 24. Ich werde aber auch nicht irgendwie die Werkzeuge abliefern hier nach Seattle. Das machen wir dann spätestens dann, wenn wir hier die 100 Maschinen meinte ich, hatten. Aber die müssen dann auch erst produziert werden. Wir haben aktuell nur eins auf Lager. Es müsste eigentlich eine Maschine produziert worden sein, oder? Eine Produktion beginnt zumindest, auch von den Maschinen jetzt. Die Raketentests verlaufen sehr zufriedenstellend.
Und das dank unserer Hilfe. Allerdings sind bis zur Eroberung des Mondes weitere umfangreiche Tests vonnöten, bei denen der Einsatz von menschlichen Piloten zu gefährlich, zu aufwendig und zu teuer wäre. Die NASA trainiert deshalb seit geraumer Zeit Schimpansen, die sich selbstlos in die Dienste unserer großartigen Nation stellen. Da sie im Weltraum keine Bananen essen können, müssen sie an ihr neues Futter gewöhnt werden. Die armen Schimpansen. So, das können wir auch easy dahin liefern. Einmal hier Getreide. Brauchen wir auch nur zwei LKWs. 20, die haben wir ja schnell. Getreide haben wir hier. Zwei Stück. Die Getreidelinie. Maschinen wurden mittlerweile auch schon angeliefert, sehr schön. Wir sind bald wieder bei den Ausgangsbudget von 50 Millionen. Na, produzieren die doch noch nichts. Okay, doch, da kommt mittlerweile jetzt was an. 12 Stück kommen, noch ein bisschen mehr, dass wir auch bei 20 sind, wenn sie da sind. Ah, es wird nicht beidseitig nicht klappen. Wobei, könnte knapp werden. Ah, nicht ganz wahrscheinlich. Sind wir wahrscheinlich bei 19 oder so, 18. Aber gut, das haben wir dann auch gleich geschafft. Eigentlich können wir da oben bleiben, weil wir nichts mehr passieren. 21 von 100 sind wir gerade mal. Und wir brauchen halt mehr Kunststoff. An Kunststoff mangelt es gerade. Wird denn der zweite? Der schafft ja 13. Okay, wir sind echt bei 19. Das ist ja praktisch. Hätte ich mir erst einen losgeschickt und danach nach kurzer Zeit später dann ändern. Wir warten ganz gut, ne? Hier warten die Menschen echt gut. 58 warten hier auf die Buslinie. So, was da oben werden wir jetzt ja gleich haben. Und dann sind wir noch erst bei 37 von 100. Dann können wir erstmal hier gucken und warten, bis dann das weitere Getreide ankommt. Wir haben jetzt mehr als das Ausgangsbudget von 50 Millionen. Die 100 Millionen könnten wir eventuell sogar knacken und schaffen. Wer weiß das schon. Ich würde auch fast sagen, dass wir danach die ganze hier durch haben, dass wir Getreide einfach hier Lebensmittel produzieren und damit auch noch ein bisschen Kohle machen. Wir können ja schon mal hier provisorisch eine Lebensmittellinie machen in Vancouver. Ist ja praktisch, dass wir noch gar keine Bushaltestelle haben hier im Inner Circle quasi. Lebensmittel. Können wir dann auch gleich ein paar Busse, ein paar mehr Fahrzeuge auf die Strecke bringen. Und generieren dadurch auch nochmal zusätzliches Einkommen. Das richtige Treibstoffgemisch scheint schon bald gefunden zu sein. Damit sich die Astronauten der Mondmission schon vorab an den Zustand der Schwerelosigkeit gewöhnen können, muss dieser simuliert werden. Das geht so. Ein geeignetes Flugzeug schießt in hohem Tempo und steilem Winkel nach oben und dann in ebenso steilem Winkel wieder runter. Unsere Freunde von Boeing haben hierfür eine spezielle Maschine entwickelt. Hinter vorgehaltener Hand nennen sie sie liebevoll Vomit Comet, also Kotzbomber. Warum auch immer. Okay. Mal acht
Fahrzeuge für die Getreidelinie. Und dann kaufen wir uns nochmal ein paar Fahrzeuge für die Lebensmittellinie. Wahrscheinlich auch ein bisschen overtrieben. Ah, jetzt haben wir für die Getreidelinie gepackt, verdammt. Ich richte eine Linie mit einem einzigen Flugzeug als Stopp ein und setze die Baumwollkommet-Linie ein. So, machen wir mal, okay, wenn wir jetzt schon mal hier gerade sind, machen wir einfach hier Bob Vancouver, zack, Vomit Express. Dann kaufen wir noch die NASA Vomit Komet. Packen die auf die Linie. Was kostet das Flugzeug? 19 Mille. Dann haben wir noch hier Lebensmittel für die Lebensmittellinie. Hier noch ein zweites Fahrzeug. Und da fehlen nur noch drei Stück und dann haben wir es auch wieder perfekt verteilt. Die Frage ist, brauchen wir dafür Personen? Das kann natürlich auch sein, dass wir Personen dafür brauchen. Die einsteigen. Bin mal gespannt, ob die Produktion ja noch steigt. Sollen wir abtransportieren überhaupt? Ja, gerade von den Details ist halt auch unpassend, dass wir. Wir machen einfach. Ach ja, gut, wenn. Sag mal, wäre halt Vieh, ne? Ich würde sagen, wir verkaufen 5. 1. 2. 3. 4. 5 und kaufen dann nochmal 5 Fahrzeuge, die 4 abtransportieren können. Immer noch kein Parabelflug. Okay, hat sich jetzt hier auch nichts ändern. Oh, wir können ja aber immer noch Getreide hinliefern. Okay, dann machen wir nochmal eine Linie wieder mit 5 Fahrzeugen. Die hat nur Getreide dahin packt. Nehmen wir die mal genauso. Die Linie. Getreide. Mir zuweisen, dann dafür, dann wird auch da was hingeliefert, dann verdienen wir sogar noch mehr Geld. Ist ohnehin schon, ja, das mit dem Bomber Express ist klar. Jetzt will ich weiterstellen. Wir brauchen, glaube ich, mehr Leute. Wir brauchen, oder es muss erstmal ankommen, das kann natürlich auch sein. Das ist ein bisschen. Who knows? Werden wir gleich sehen. Außerdem können wir noch ein paar mehr Flugzeuge kaufen davon. Und die weiterhin voll fährt. Okay, das war der erste Flug. Okay. Ja.
Wenn wir, hätten wir mehr Geld, dann würde ich schon fast sagen, okay. Okay, entweder Geld oder das andere, ne? Dann kaufen wir nochmal zwei Stück davon. Wir haben mal das Geld. So, jetzt mal keiner meckern von wegen. Hier haben sie einen Kredit. Das Geld kommt ja gut rein. Wir machen aber 12 Millionen. Mal schauen, was sich jetzt hier verändert, wenn sich hier was verändert. Bald schon wird der erste Amerikaner seinen Fuß auf den Mond setzen, während die Russen sich unten auf der Erde grün und blau ärgern. Um die von uns mitentwickelte Saturn-5-Rakete noch effizienter zu machen, muss das Treibstoffgemisch optimiert werden. Helfen wir unseren Freunden in der Produktionsstätte und liefern die nötigen Treibstoffvorräte für ihre Experimente. Ich glaube, das müsste so zur selben geliefert werden. Und das neue. Ja. Zack, dann haben wir die Maschinenlinie auch weiterhin. Und dann können wir eine neue Linie machen, die halt jetzt dementsprechend hier den Treibstoff noch mit abliefert. Treibstoff. Wir sprechen auch wieder hier hin. Treibstoff. Und dann kaufen wir wieder ein paar Fahrzeuge dafür. Und zwar hiervon. Nicht nur Treibstoff fahren. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Das ist eine längere Linie. Für Treibstoff. Wunderbar. Ah, ist ja schon mal nicht schlecht. Ah, hat er was. Ich denke mal, wir sollten es noch vorher hinbekommen. Das hatte ich gesehen. Mit 9 Millionen bekommen wir nicht hin. Mit den 100 Millionen. Parabelflüge 30 Stück, glaube ich auch eher weniger. Aber werden wir alles sehen. Eigentlich könnte ich nochmal hier Werkzeuge mit wegliefern. Flüge auch. Werkzeuge. Auf die Werkzeuglinie. Kommt auch noch mal ein bisschen mehr Geld zusammen. So vom. Das wäre das Beste. Ja, okay, wir hätten noch. Ja, okay, wir könnten noch auf die. Okay, es ist eine neue Komet. Wir hatten ja vorher nur die Komet, jetzt haben wir die Komet 4b, okay. Ich hoffe, wir sollen noch drei Leute mehr mitnehmen können. Oh, Treibstoff, da ist eine Menge da. Da werden wir gut abliefern können. Ist halt die Frage, ob wir da wie viele wir davon schon haben. Da kann man halt nicht sehen. Ökofreunde sind wir. Mehr als 2 Millionen haben wir nicht, werden wir nicht haben. Und das. Könnten wir so hinbekommen. Drei Dings wetten wir auf alle Fälle sicher. 3 Medaillen. Na, vielleicht kriegen wir es mit dem Geld auch nochmal hin. Wobei für einen ordentlichen Straßenverkehr, das steht schon mal fest.
Gut, dass es so gesehen keine, keine Emission hier gibt in diesem Game. Wird auf jeden Fall schon mal gut produziert auch. Eigentlich müssen wir ja auch wieder mal wieder nur hier drauf warten, dass hier ein bisschen was ankommt. An Treibstoff. Bei dem Forschungszentrum der Boeing. Es ist soweit. Oha. Ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Schritt für die Menschheit. Ja, das hat 1970 geschafft. Amerika ist bereit für den Weg zum Mond. Und wir haben es. Wir müssen aber noch die Rakete nur noch starten. Das heißt, wir könnten das prinzipiell immer noch mit den anderen schaffen. Wir lassen einfach weiterlaufen. Okay, das dauert halt nur lange, weil wir. Und so. Mich interessieren würde, wir können es natürlich laufen lassen, ne? Aber es wird halt Ewigkeiten dauern. Ich würde sagen, wir starten die Rakete einfach. Aber wir können danach nochmal gucken, nochmal fortsetzen. Wenn dann immer noch die Medaillen möglich sind, dann würde ich sagen, spielen wir noch so lange, bis wir die Medaillen haben. Aber oder lassen wir das Spiel noch laufen, bis wir die Medaillen haben. Ansonsten wäre das, die anderen Medaillen zu bekommen, etwas für einen zukünftigen Stream, wenn ich dann nicht mehr Transport, wie wir den ersten Teil davon aktiv spiele. Dann würde ich sagen, starten wir die Rakete. Müssen wir das wahrscheinlich nicht hier machen, sondern hier auf OK einfach nur drücken. Oha! Das ist ja geil. Achievement Unlocked Shark of America. Mission gewonnen. Es ist soweit, ein kleiner Schritt für den Menschen. Ach, wurde schon erzählt. Aber ein großer Schritt für die Menschheit. Amerika ist bereit für den Weg zum Mond und wir haben es möglich gemacht. Und es hat gar nicht so lange gedauert, wie ich gedacht habe. Ich habe eigentlich mit einer Stunde mehr gerechnet. Wir haben die Mondlandung geschafft, also dass wir das vor 1970 geschafft haben. Das Einzige, was uns fehlte, das war, jetzt stehen wir jetzt mit 100 Millionen und mit dem Flugtrank. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen von der Kampagne hier in Amerika. Das nächste Mal, wenn wir uns dann um Kampagnen kümmern, kümmern wir uns dann um die Kampagnen in Europa. Da haben wir noch 7 Stück vor uns. Und halt wie gesagt, die Medaillen werde ich dann, die fehlenden Medaillen, werde ich mir dann irgendwann mal in einem Livestream dann nochmal besorgen. Und ja, in dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen und bis zur nächsten Transportfieber-Kampagne.